Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Nihilumbra, die 93 Juwel. Im letzten Teil haben wir den lebenden Wald, so hieß glaube ich der Teil, dieses Gebiet geschafft. Leider wurde es natürlich wieder von dem Nichts zerstört. Nun sind wir in der Aschewüste und hier, oh, hier brennt die Sonne gnadenlos vom Himmel nieder. Und, this place is hot. Ja, richtig heiß, genau wie deine Stimme, Freund. There's a new color. Ja, Sticky Color. Das ist echt dieser Zufall. Ich dachte mir doch, oh ja, vielleicht kommt hier irgendwann kommt hier vielleicht was, mit dem man irgendeine klebrige Farbe. Also damit kann ich das nicht auflösen. Heißt das, es ist gar nicht die Farbe, die ich kriege, ist. Moment, was? Was zum. Das war ein guter Trick. Ich dachte doch, Moment, Violett, wir haben doch schon Violett. Eine Venusfliegenfalle, oder was? Pah, du bist mir einer. Okay, das heißt, wir müssen hier vorbei. Wunderbar. Pah, von wegen hier. Ja, danke, dass du mir das jetzt sagst, hä? Das hätte ich ein bisschen früher, hätte mir das mehr geholfen, lieber Freund. Ich bin gespannt, ob noch offenbart wird, wer diese Stimme ist. Okay. Da kann ich also nichts hinsetzen. Ganz leise. You can walk with stealth over the brown color. Mit einem Trick kann ich drüber laufen. Mit einem findigen Trick. Achso, er meinte also, ich soll einfach nicht springen oder sowas. Ich soll einfach nur ganz leise drüber laufen. Okay. Ah, dann bin ich immer gespannt. Also, entweder kriegen wir so eine klebrige Farbe oder was ganz anderes. Okay, greifen die mich an, oder? Sicher ist sicher. Also anscheinend kriegen wir eine klebrige Farbe. Oh Mann, der stellt mich hier als böser dar. Ich will doch gar nicht, dass es zerstört wird, aber das Nichts folgt mir einfach auf meinem Weg und zerstört alles, indem ich in Bewegung komme, in Berührung komme. Jupp. Ah, da haben wir die braune Blume. Ja. Und. Oh, Entschuldigung, ich hab's heute ein bisschen mit der Stimme. Ich bin seit Tagen wieder ein bisschen verkühlt. Daher erwartet nicht keine Opa-Gesänge. Hui. Ach, ich finde es immer wieder schön. One more color. Somit wäre es die dritte. Die Violette nicht dazu gezählt. Gut aufgepasst. Wer weiß, vielleicht war es ja unser Schicksal, in diese Welt zu kommen und die Farben kennenzulernen. Okay, wählen wir mal grün aus. Ich meine natürlich braun. Okay, und. Oh. Wie so ein Tintenklecks. Oh, wow, okay, das war jetzt gerade ein Frame Drop. Oh, jetzt wird er wieder auf positiv. Oh, ziemlich praktisch. So. Und. Also, Moment. Ah, verstehe. Und. Aha. Oh. Ach, komm schon. Von der Wand auf den Boden. Jupp. Oh. Was ist denn los? Achso, wenn ich die Sprung. Stimmt ja, wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte, dann hänge ich mich dran. Und. Jupp. Wunderbar. So, die Farbe brauche ich wieder. Tut mir leid. Was ist denn jetzt los? Learning new color.
Also ich will schon die ganze Zeit leben. Aber du sagst ja, ich darf nicht leben. Okay, wir brauchen mehr Braun. Sticky Brown. Hey Charlie Brown, how are you doing today? Was zum... Was ist das da? Was ist da links da oben? Was ist das? Hä? Wie? Was? Das ist... Was ist das? Moment, das muss ich mir da... Was ist das links da oben? Ist das ein Ladebalken oder... Moment, ich brauche Braun zurück. Ach so, das war das Zeichen, dass ich... Das war das Zeichen, dass ich keine Farbe mehr hatte. Ja, ja, bleib doch da. Perfekt. Ach so, ich muss es... Und? Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte, es muss den Schalter gedrückt halten. Nein. Was? Ich muss jetzt alles nochmal machen? Oh, also hier zu sterben ist nicht sofort hart. Eine weitere Farbe. Eine weitere Farbe, sie anzufärben. Sie zu... Keine Ahnung, ich wollte irgendwie was mit dem Ring da neu interpretieren, aber... Du bist hier zugehörig. Wahrscheinlich, weil es Sticky Glue ist. Es ist Sticky Color. Okay. Jetzt mache ich das mal mein Speed dran aus. So. Jupp. Jupp, wieder zurück. Habe ich schon die ganze Zeit gemacht, mein Freund. Die ganze Zeit. Brown and Green. Kotze und Kacke. Natürlich, natürlich, natürlich. Ah, da habe ich ein bisschen zu wenig hin. Muss hier immer ganz genau sein. Und jupp. Wie mache ich das denn jetzt? Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde immer solche Wege raus, ohne es zu wollen. Ich bin schon ein kleiner. Schon ein kleiner Findikus. It makes me want to live. Lives for the crown. Live for it. You want it. You like it. You get it. You have it. Nein, das war falsch. Nein, das muss ganz knapp sein. Und zack. Perfekt. Und diesmal nicht erdrücken lassen. Ich bin da aber wirklich in die kleinste Spalte bin ich da reingefallen. So, weiter geht's. Hey, Moment. Es ist wahr, ich fühle mich schuldig, ich fühle mich traurig. Da gehen meine Haare runter, aber sterben will ich nicht, deswegen. Ich meine, wenn ich das nicht will, dann hätte ich doch schon in den Bergen aufgegeben. Habe ich aber nicht. Nein, ich habe hier schon weitergemacht. Achso, Moment. Nein. Heute kriegst du kein Frühstück, mein Freund. Und, jupp, und hopp. Gut, also jetzt kann ich mich ja so wie Spider-Man an den Wänden festhalten. Jupp. Ah ja, schlaf du nur. So. Einmal gespeichert. Und weiter geht's. Okay, wir haben jetzt... Wir können jetzt also auch... Okay, lass mich raten. Muss ich da rein oder... Jupp. Hui. War ich jetzt gestorben oder... Ja, das war... Ich war gestorben. Okay. Heißt das, ich muss hier nicht... Ich darf hier nicht hin oder... mal sehen. Komme ich hier vielleicht mit dem Blauen vielleicht voran? Nein. Okay, wie mache ich das? Muss ich überhaupt hier hin? Das ist die Frage. Also ich habe jetzt Braun, wenn ich mich vielleicht hier festhalte. Und vielleicht hier. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht geplant, ist aber trotzdem aufgegangen. Da habe ich wieder mal Glück gehabt. Natürlich. Wenn ich einen Ort noch nie gesehen habe, dann ist er für mich faszinierend. Aber wenn ich noch nie ein Zuhause hatte,
Dann lerne ich ihn schnell lieben, wie er schon gesagt hat. So, der nächste Abschnitt. Ich hab das mal im Hauptmenü gesehen. Ein Gebiet hat mehrere Akte. Was ist das denn? Ein Skorpion mit einer Kanone? Okay. Ziemlich gefährlich. Schifontiz. Ah, okay, das... Das habe ich mir schon gedacht. Okay, ich kleb dich mal fest. Oh! Oh mein Gott! Okay, also ihr Laserschuss ist tödlich. Wer hätte es gedacht, aber die sind ziemlich flink. Scheifenetz. Die Stimme muss auch aus dem Nichts kommen, weil ich meine, woher hätte sie sonst diese Info? Woher hätte sie... Ach so! Deshalb. Durch den klebrigen Untergrund lauf ich leiser. Das heißt, ich störe ihn nicht bei seinem Mittagsschläfchen. Ah, verdammte Kiste. Okay, es geht also hier um Sneak. Also man soll hier schleichen, okay. Okay. Ganz leise. Okay, also am besten mit Grün kombinieren. Okay, und am besten dort, wo ich lande, auch nochmal braun. Verdammt, also auch die Berührung allein tötet mich. Wie soll ich dann da vorbeikommen? Schleichen? Weil ich kann nicht einfach vorbeigehen, oder? Na du? Ich kann einfach vorbeigehen. Okay. Das muss ich mir merken. Wenn sie schlafen, kann ich vorbeigehen. Gut. Ah, jetzt habe ich dich aufgewacht. Tut mir leid, ich brauche nur meine Farbe wieder. Jupp und jupp. 1, 2, 3. Jupp. Dankeschön fürs Aufsaugen. Ah, okay. Ach so, das hier vorne, das soll der Kopf sein, okay. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich sie ja runterschleudern. Und... Oh, okay. Die kann man also nicht schlittern lassen, da sie natürlich diese Skorpionbeine haben. Und, ach komm, runter mit dir. Gut, wie mache ich das? Das heißt, ich muss ganz schnell sein, oder? Also, ach, ich brauche also blau, aber an der Stelle. Und erst, wenn er vorbeigelaufen ist. Okay. Gut. Ganz ruhig. Ah, verdammt. Ach, genau reingesprungen. Ich und mein blödes Timing. Und ich bin weg. Hui! Und niemand hat das Kleinste von mir gesehen. Hey, hey, hey. Achtung, Spoiler-Alarm. Na, ich hoffe, dass es doch irgendwie ein Happy End gibt. Oder wird es eins von diesen Enden sein, wo es heißt, ja... Also ich würde sagen, ja, weil ich meine, wir Menschen, wir sterben auch irgendwann, aber hören wir deshalb auf zu leben? Hören wir deshalb auf zu kämpfen? Nein! Es heißt, man soll ja auch jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter. Man kann nie wissen, wann es sein wird, wann es passiert. Also dieses Spiel will... Okay. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Rein mit dir. Ob das so gewollt ist? Keine Ahnung, aber es hat hingehauen. Dieses Spiel will einem die
Bedeutung des Lebens wirklich nahe bringen. Das merke ich, das merke ich. Und dann macht's eigentlich, und es macht eigentlich auf eine schöne Art. Doing, doing. Achso, verstehe, verstehe, verstehe. Moment, ich hab's. Und hopp. Genau so wollte ich das. Wow, wow, wow. Ja, schon wieder da. Da weiß ich doch, wie ich mit euch. Und. Baboom. Moment, ob das wohl klappt. Und. Oh mein Gott! Es hat funktioniert! Yes! Ich bin der Pinball Master. Und hopp. Oh Mann. Das merke ich schon. Habe ich schon gesehen. Ich habe den schon. So. Wach ihn auf. Weck ihn auf. Okay, gut. Und jetzt? Sie unterscheiden sich zwischen Freund und Feind. Das heißt, ich muss ihn erstmal... Ich muss ihn aufwecken. Aus... Ach so. Ich musste ihn aufwecken und dann gleich ihn fressen lassen. Okay, dann da. Diesmal hat das Timing gepasst. Ich probiere gerade, das ein bisschen konzentrierter anzugehen. Okay. Oh, oh, nein. Los, geh schlafen. Geh schlafen. Okay, probieren wir nochmal, ob er jetzt schläft. Ja. Shh. Ganz ruhig. Ich bin auf der Durchreise. Lass dich nicht stören. Was war das denn jetzt? Was habe ich gemacht? Achso, ich sollte ja nicht berühren. Hüppala, oh lala. Dies war aber knapp, du. So, mal sehen. Probieren wir nochmal das Ganze. Und diesmal... Okay, die Blume darf ich überhaupt nicht berühren. Ich darf nicht mal an ihr vorbeilaufen. Okay. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Jawohl. So, jetzt kannst du weiter schlafen. Kannst von mir träumen. Ja, dann merke ich schon, wie das funktionieren soll. Und zack. Ach, das läuft da. Ach, ich dachte, das hält ihn auf. Doch, das hält ihn auf. Tschüssikowski. Haha. Das war jetzt aber einfach, der Teil. You are no longer a child. Mm-mm. You have grown from your experiences. However, there's still a lot to see and learn. Tö, man lernt nie aus, weil man immer Neues auf der, in der Welt entdeckt. Things are getting harder, but you are improving as well. Mhm. Ah, oh, da hab ich, ah, da sehe ich schon, was ich zu tun habe. Ja, aber ich bin gerade eben gestorben. Bin wieder geboren. Mal sehen. Dann würde ich sagen... Okay, so funktioniert es nicht. Ich dachte, ich könnte mich hier fortbewegen, aber das klappt nicht. Wie mache ich das dann? Ach so. Jetzt weiß ich. Also ich war schon auf dem richtigen Weg. Die gehen ja immer rein und raus. Das heißt, wenn sie rauskommen, muss ich mich an die Decke festkleben. Okay. Gut, gut. Hab schon. Das, da bin ich irgendwie den Schwierigkeitsgrad gut. Anfangs denkt man sich, wie funktioniert das? Und hopp. Aber nach ein, zwei Mal hat man es dann schon entdeckt. Und hopp. Und ich gehe mal die Sache ganz vorsichtig an. Hehehe. Ich werde auch schlauer. Ich werde sowas von schlau. So. Vielleicht bin ich ein besonderer Teil der Leere, der zum Leben geboren ist. Zum Leben geschaffen worden ist, weil ich meine, wenn die Leere nicht will, dass ich weg bin, wieso bin ich dann da? Hing! Okay, das muss schon mal so sein. Und dann hing! Na, hoffentlich bleibt es kleben, weil... Und? Okay, perfekt. Choo, choo, choo. Give me the beat of my heart. Drop, drop.
Okay. Das scheint jetzt wieder ein bisschen kniffliger zu sein. Mal sehen, das klappt. Bleibt es kleben? Nein, bleibt es nicht. Okay. Probieren wir mal was aus. Okay, das scheint gut zu funktionieren. Wenn ich mich jetzt drauf fallen lasse. Ach, die Berührung alleine tötet mich schon. Okay. Verdammte Kiste, das war jetzt aber kein gutes Timing. Also das gleiche Prinzip. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Weil ich springe ja direkt an die Decke. Ich will hier drauf, aber ich springe mal gleich an die Decke. Ich gehe mal gleich an die Decke. Vielleicht, wenn ich mich... Nein. Verdammte Kiste. Ich krieg das hin. Ich weiß, wie es gedacht ist. Bin ich blöd? Warum? Warum mache ich das nicht einfach weg? Bis ich dann oben bin. Timing könnte doch ein bisschen besser sein. Ah, Mann. Komm schon, das kriegst du hin, Jovo. Okay, perfekt. Und weg. Dankeschön. So, nächster Abschnitt. Die Dinosaurierknochen sind mir schon aufgefallen. Was ist das wohl für eine Wüste? So, sind wir jetzt kurz vorm Ende. Also ich habe so das Gefühl, wir nähern uns dem Ende des Gebiets. Ich könnte natürlich nachschauen, bei welchem Level wir sind, aber ich lasse mich mal überraschen. Zip. Okay, das könnte vielleicht einer der letzten Speicherpunkte im Gebiet sein. Und wie lange habe ich gerade gebaut? Knapp 22 Minuten, okay. Ah ja, ich sehe schon die Stacheln. Okay, so funktioniert das nicht. Dann kommen wir nie mal wieder mit Grün, meine Lieben. Aha. Das könnte klappen, wenn ich es nicht zu hoch setze, wie gerade eben mit der Presse. Ach komm, bitte, Born, so hoch musst du auch wieder nicht springen. Ich weiß, du bist des Lebens froh, aber dennoch. Halt dich mal ein bisschen zurück. Hui. Das war gut. Hopp. Komm schon. Und hopp. Dankeschön. Hesch, geht doch. Bin gespannt, ob das so verlangt ist. Bin ich etwa auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde? Ah, du schon wieder. Okay, da haben wir einen Schalter. Den muss ich also drücken, damit die Kanone hier die Pflanze zerstört. Okay. Aha, Moment, da brauche ich am besten sicher grün, damit ich mich dann hier katapultieren kann. Noin. Jupp, Dankeschön. So, okay, dann drücken wir mal den Schalter und... Boom. So, weg mit dir. Alles klar, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Ab in die Freiheit. Ole, ole. Stumm. Ich weiß nicht, ob es einfach nicht zu herausfordernd ist oder ob ich einfach nur so schnell die Lösung rausfinde. Oh. Sandstorm. The earth is shaking. It is coming. Das Nichts oder der Sturm? Oh nein. Ah, da sehe ich schon. Da leckt mich. Oder saugt mich. Wie ihr wollt. Mich kriegt ihr nicht. Heute nicht. Die Geräusche wollen mir nicht gefallen.
Okay, also wenn... Ganz ruhig. Erst der eisige Wind, jetzt der sandige Wind. Okay, das könnte jetzt schief gehen. Autsch! Ich würde wirklich schauen, dass ich jetzt in dem Part das hier fertig bringe. Okay, so klappt es nicht. Ziemlich gereschen, dieses Nichts. Dafür, dass es nichts ist, kriegt es mich ziemlich gut aus. Und hopp. Ach, verdammt. Da muss man wirklich schnell sein mit dem Austauschen. Das klappt nicht. Ach komm schon, das hat meinen Fitze berührt. Achso, ich muss natürlich warten, bis der Sandsturm aufhört. Damit ich mich schneller bewegen kann. Und hopp. Psst. Und ich bin weg. Ach je. Gut, hier muss man aber noch auf sein Timing achten. Was schon wieder vollbracht worden ist. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Das erinnert mich aber schon. Ah, verdammt. Er hat doch gesagt, je langsamer, desto besser. Ich wollte aber natürlich nicht hören auf die Stimmen in meinem Kopf. Hopp. Und hopp. Und hopp. Okay, jetzt gehen wir den Drache lang schon mal. Okay, okay, ich höre ja schon, ich höre ja schon. Wir können auch mal ein bisschen Gewicht zulegen, dann passiert sowas nicht. Eins, zwei, und hopp, und hopp. Okay, hier brauchen wir braun und grün. Wunderbar, wunderbar. Also zwei Farben fehlen uns noch. Das heißt, zwei Gebiete werden wir noch besuchen. Bin ich mal gespannt, was es sein wird. Doing. Dankeschön. Du blöder Sandsturm. Oh ja, das nichts wird kommen. Sei vorbereitet. Ich bin immer vorbereitet für das Böse in dieser Welt. Oder ist das nicht das Böse, oder? Oh oh. Das will mir nicht gefallen. Hilfe. Lass mich vorbei. Oh, Backe. Oh, Backe. Hat es irgendwie einen Peilsender in mir, oder? Eingesetzt. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Ah, je. Die arme Wüste. Na gut, hier sind keine Lebewesen, also. Ist da nicht so schlimm, oder? Würde ich mal behaupten. Okay, im Moment nix. Achso. Genau. So, wunderbar. Achso, weil ich jetzt, wo ich die Farbe gelernt habe, kann ich sie auflösen. Leben kriegt er mich nie. Wobei der mich auch tot sehen will. Oh oh. Und hopp. Okay, langsam, langsam, langsam. Sticky Goo. Das will mir nicht gefallen. Ah, nicht die Blume. Huh. Haha, ausgetrickst. Ja, besser als ich, oder? Hopp, okay. Da ist man jetzt ein bisschen unter Zeitdruck. Okay. Ja, wie schön, dass sie den Satz dahingestellt haben. Der wird auch aufgesogen. Ich will noch leben. Ich will eine Familie gründen. Born Junior. Das war's schon. Okay, also das war bisher der längste Part, aber da waren die Rede auch ein bisschen cliffhanger. You are starting to live. Oh nein, die schöne Wüste. Ah, mit ein bisschen Wasser wäre es ein schöner Strand gewesen. Der Vulkan. Jetzt geht aber die Sache wirklich heiß. Es fühlt die Sache heiß. Das heißt, wenn das vorletzte Gebiet ist, nur noch das und dann noch ein paar, das übernächste Video wird also das Finale sein, oder? Woher weiß der so viel von dieser Welt? Gut, meine Damen und Herren, hier werde ich diesen Part beenden, diesen ganz langen Part von Nihilumbra. Ich hoffe, er hat ihn... gefallen, Entschuldigung, ein kleines Bäuerchen.
Also nächstes Mal das Vulkangebiet und übernächstes Mal voraussichtlich das Finale. Das wird der letzte Level sein. Lassen wir uns überraschen. So, aber ich muss sagen, es ist halt wirklich, ich genieße die Story und ich gewinne immer mehr Sympathie für Born. Er will einfach nur leben, aber das Nichts will das nicht zulassen. Ob das jetzt Born zu einem Guten macht oder zu einem Bösen, weil durch ihn, wenn er diese Welten zerstört ist, kann man nicht wirklich sagen. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgeht, was das, ob es ein freudiges Ende sein wird, ob es ein schlechtes Ende sein wird, weil ich habe mal auf der Steam-Seite nachgelesen. Also meine Theorie, dass die Orte dann eben nichts existieren, ist aufgeflogen. Wenn das Nichts sie absorbiert, ist es weg, weil im Nichts existiert nichts. Also, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns wieder bei der Fortsetzung von Nihilumbra. Bis dahin sagt E93 Chovo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.